Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel am kommenden Samstag um 20.30 Uhr gegen den GWD Minden. Hier auf dem Podium grüße ich ganz herzlich unseren Trainer Michael Haas und unseren Rückraumspieler Benedikt Kellner. Und ja, Hassan, die erste Frage geht an dich. Ihr seid heute Nacht wiedergekommen aus Magdeburg. Jetzt geht es gleich am Samstag weiter gegen Minden. Konntet ihr das letzte Spiel schon verdauen oder wie sieht jetzt die Vorbereitung aus für das nächste Spiel am Samstag? Ja, hallo zusammen. Ja, für uns geht es natürlich jetzt erstmal darum, wieder die Kräfte zusammenzusammeln und für dieses wirklich wichtige Spiel für uns am Samstag wieder die Stimmung ein bisschen hochzufahren. Natürlich war das gestern nach der 10-Tore-Niederlage in Magdeburg Stimmung ein bisschen gedämpft. Das war, haben wir natürlich schon eine ordentliche Rutsche bekommen. War zwischenzeitlich haben wir uns der SCM auch ganz schön hergespielt. Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie das vergessen und aus dem Kopf kriegen. Einfach die guten Sachen, die wir auch gemacht haben in dem Spiel, rausnehmen und vor allem wieder dahin kommen, dass wir eine gute Abwehr stellen. Weil das war jetzt im letzten Spiel nicht unsere Abwehr, die wir stellen können. Das können wir besser und das werden wir besser machen. Und treffen jetzt natürlich auf einen Gegner, der auch Probleme hat. Der ein kompletter Innenblock ist ausgefallen. Ja, das macht natürlich jetzt die Vorbereitung schwierig, weil wir einfach nicht ganz genau wissen, mit welchem Plan B sie auf uns zukommen. Aber wir tun, glaube ich, gut daran, uns einfach jetzt wieder selber zusammenzusammeln, Kräfte zu sammeln, zu regenerieren und dann einfach am Samstag alles reinzuwerfen, weil wir müssen dieses Spiel einfach zu Hause gewinnen. Dankeschön. Ja, Benedikt, Hassan hat schon angesprochen, es gibt jetzt auch bei Minden relativ viele Verletzte. Gibt es dennoch einen Spieler, der da besonders heraussticht, auf den ihr besonders aufpassen müsst am Samstag? Von mir auch erstmal hallo. Minden ist eine Mannschaft, die, denke ich, sehr übers Kollektiv kommt. Man hat jetzt, denke ich mal, in den letzten Monaten und Wochen viel von Juri Knorr gehört, der trotz seines Alters, denke ich, eine sehr zentrale Rolle bei ihnen einnimmt, der ein sehr vielfältiger Mittelmann ist, der jetzt nach langer Corona-Pause wieder so langsam, was heißt Corona-Pause, der erkrankt war leider, und jetzt langsam wieder ins Training und ins Spiel einsteigt. Und da denke ich, dass der auch von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag Fortschritte macht. Und deswegen dürfen wir da auch gut drauf aufpassen, beziehungsweise müssen wir uns da gut drauf einstellen. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für eure Fragen. Herr Haas, Sie haben schon, ich würde gerne noch mal kurz nach hinten schauen, bevor wir auf das kommende Spiel schauen, also auf Magdeburg erstmal. Woran lag das, die Niederlage gestern? Sie haben ja schon gesagt, die waren eigentlich ganz gut drin im Spiel, haben 20, 25 Minuten wirklich gut mitgehalten und dann auf einmal kam der Einbruch. Ist das wirklich mit dem Substanzverlust zu erklären, mit der fehlenden Tiefe des Kaders momentan, oder hatten vielleicht auch die ein oder anderen Spieler einen schlechten Tag gestern? Ich meine, unsere Personalsituation ist angespannt, keine Frage. Irgendwann hört es auch auf, dass wir das immer ausgleichen können. Trotzdem war es gestern so, die Schlussphase der ersten Halbzeit, hängt es auch viel mit einfach drei freien Fehlwürfen zusammen, die wir einfach nicht nutzen, wo wir einfach noch Big Points setzen können. Insgesamt über das Spiel gesehen muss ich sagen, das ärgert mich auch ein bisschen, dass unsere Abwehr nicht die war, die wir stellen können. Wir haben dem SCM, die das zugegebenermaßen wirklich gut machen, haben sie ihr Spiel spielen lassen und haben sie zu nah rankommen lassen, haben sie innerhalb von unserem 9-Meter-Kreis die Bälle hin und her spielen lassen und waren da einfach nicht präsent genug. Dann gerade so ab der, ein bisschen von Anfang an, aber gerade so in der Schlussphase der ersten Halbzeit gingen die Gegentore, die wir kassiert haben, da musste Magdeburg zu wenig Aufwand betreiben. Und dass wir dann mit 4 Toren in die Halbzeit gehen, ist schon nicht gut oder eigentlich unnötig. Naja, und Anfang der zweiten Halbzeit geht es halt dann recht schnell. Wir kassieren schnelle Gegentore, werfen vorne 2 Bälle weg und dann steht es -7 und dann ist das Spiel im Grunde ja schon gelaufen, weil da in Magdeburg wieder ranzukommen, ist dann einfach schwierig. Herr Kellner, der Trainer hat gerade schon ein bisschen vorgelebt, wie man das Spiel verarbeitet, aber wie geht es einem Spieler? Jetzt rund 15 Stunden nach dem Spiel, ist das schon verdaut, diese Enttäuschung? Kann man den Fokus wirklich schon wieder komplett auf den nächsten Samstag richten oder hängt das schon noch in den Kleidern? Was heißt verdaut? Natürlich hat man gestern auf der Heimfahrt die ein oder andere Szene nochmal angeschaut, um sich einfach nochmal vor Augen zu führen, was da falsch gelaufen ist oder was man jetzt demnächst anders machen muss. Aber trotzdem haben wir jetzt bereits am Samstag das nächste Spiel. Deswegen glaube ich, schafft man das auf jeden Fall, das aus dem Kopf zu kriegen und da weiter nach vorne zu blicken, beziehungsweise das muss man einfach schaffen, weil wir einfach nicht genügend Zeit haben, uns da ewig lang damit zu beschäftigen, sondern müssen einfach
zu alten Stärken, vor allem in der Abwehr, zurückfinden, um dann gegen Minden einen Sieg einzufahren. Zeit ist das Stichwort. Viel bleibt ja nicht bis Minden. Wie schauen die kommenden Tage aus? Heute ist dann trainingsfrei nach dem Spiel gestern oder wird regeneriert in irgendeiner Form? Ja, wir werden es schon ein bisschen bewegen, ein bisschen Regenerationstraining machen, weil es gerade in so einem Spielrhythmus auch nicht richtig ist, einfach gar nichts zu machen. Da muss man schon so ein bisschen den Kreislauf einmal hochfahren. Werden aber im Handballbereich eigentlich nichts machen, natürlich Video schauen, uns schon auf den Gegner vorbereiten und dann morgen ganz normales Abschlusstraining machen, um einfach nochmal jetzt die gegnerspezifischen Dinge ein bisschen einzutrichtern. Die Personalsituation wird sich ja jetzt nicht wirklich verbessern für das Minden-Spiel. Was macht Sie denn trotzdem zuversichtlich, dass es wieder für einen Punkt oder für einen Sieg vielleicht sogar reicht? Für einen Punkt, also ich bin da fast von überzeugt und das erwarte ich auch. Nicht nur einen Punkt, sondern zwei Punkte gegen Minden. Das ist einfach unser Anspruch, das ist ein Heimspiel von uns, das wollen wir schaffen. Ich habe gestern in der Offensive viele gute Aktionen gesehen. Auch noch in der zweiten Halbzeit. Und ich weiß, das Spiel ist mit minus 10 ausgegangen und da soll man auch nicht im Nachhinein sagen, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, haben wir nicht, definitiv nicht. Aber mir haben viele Sachen vorne gut gefallen und auch Nico Link, der jetzt wieder ein bisschen mehr Spielpraxis bekommen hat, wird uns immer mehr helfen. Ich glaube, wir haben die Mittel und ich vertraue der Mannschaft voll und ganz, dass wir eine andere Abwehr stellen. Und das wird dann einfach der Schlüssel sein. Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht, Rico, kannst du gerade das Mikrofon einmal übergeben. Letzte Woche, was Personelle zu kommen, letzte Woche hat es geheißen, Olsen könnte vielleicht spielen. Hast du ihn geschont auf das wichtigere Spiel am Samstag? Ein Ansatz war jetzt einfach noch nicht möglich im Spiel. Das war jetzt keine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir hoffen nach wie vor, dass wir ihn irgendwie wieder in Gang kriegen, weil er einfach ein sehr dominanter Spieler bei uns war und sehr gut performt hat, eigentlich von Anfang an, seitdem er bei uns ist. Wir hoffen es, können aber Stand jetzt gerade noch nichts sagen. Wir checken das heute noch alles durch und hoffen einfach, dass er auch wieder spielen kann. Herr Kellner, Sie haben einen Trainer, der Gott sei Dank der Jugend eine Chance schenkt. Aufgrund der personellen Situation haben Sie noch mehr Chancen bekommen. Wie kommen Sie damit zurecht, jetzt 60 Minuten zu spielen zum Beispiel? Ich komme gut damit zurecht, wenn man das so sagen kann. Also ich denke, die Situation ist jetzt für mich persönlich keine andere, als ob ich jetzt 10 Minuten oder 60 Minuten spiele von meinem Anspruch her. Bloß, dass ich halt versuche, die Leistung, die ich dann zeigen will, auch über einen größeren Zeitraum zeigen muss. Und der Unterschied ist halt auch, sage ich mal, dass man, wenn man statt 10 Minuten 60 Minuten spielt, einen viel größeren Anteil am Spiel hat, beziehungsweise eine viel größere Verantwortung dann für das Ergebnis oder auch für die Performance der Mannschaft. Und ich finde, das ist so der größere Unterschied als jetzt rein das Spiel, sondern einfach die Verantwortung, die man hat für die Mannschaft und für das Ergebnis am Ende. Und die höhere körperliche Belastung, für Sie kein Problem, fangen Sie gut auf? Auf jeden Fall. Ich mache die Vorbereitung wie jeder andere mit. Wir trainieren alle zusammen im selben Umfang. Deswegen ist man da, glaube ich, gut vorbereitet, dass man auch 60 Minuten spielen kann. Michael, zwei allgemeine Fragen. Die Verletzung von Jepsen. Was bedeutet das im Hinblick auf die Weltmeisterschaft? Wird er wieder fit? Und möchte er fit werden? Möchte er nach Ägypten? Naja, er möchte erstmal so schnell wie möglich wieder gesund werden. Da wir Stand jetzt davon ausgehen, dass er für uns ja in diesem Jahr kein Spiel mehr machen wird, wird es wahrscheinlich auch nicht auf einen WM-Einsatz hinauslaufen. Also das wäre ja auch für ihn einfach zu hohes Risiko. Und hat sich Herr Ferlin schon erklärt, ob er nach Ägypten möchte, oder? Das sind gerade alles die Diskussionen, die laufen. Kann man Stand jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Man hört jetzt gerade von den deutschen Spielern, dass da viele Absagen gibt. Viele sagen auch zu. Es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, das auch jeder Spieler für sich individuell entscheiden muss. Ich glaube, wir alle sehen diese WM natürlich kritisch, gerade vom Hinblick auf unseren Ligabetrieb. Was da am Ende bei rumkommt, können wir Stand jetzt tatsächlich noch gar nicht genau sagen, wer von uns da wirklich dabei sein wird und wer nicht. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und dann sehen wir uns alle am Samstag wieder. Dankeschön.